Ich frage die Fraktionen, ob wir mit den Abstimmungen fortfahren können. Dann gehe ich so vor. Bevor ich zur Abstimmung komme, gebe ich bekannt, dass mir ein Antrag von 20 Abgeordneten auf Durchführung einer geheimen Abstimmung vorliegt. Eine geheime Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies der Nationalrat beschließt. Daher werde ich über den gegenständlichen Antrag nun abstimmen lassen. Wer sich für eine geheime Abstimmung ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit abgelehnt. Damit gelangen wir zu den nächsten Abstimmungen. Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Randy Wagner, Meindl Reisinger, Kolleginnen und Kollegen. Gemäß § 53 Absatz 6 der Geschäftsordnung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse auf nochmalige Verlängerung des Untersuchungsausschusses betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung Ibiza-Untersuchungsausschüsse Ausschuss um 3 Monate. Wer spricht sich dafür aus? Den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das wurde abgelehnt, das ist die Minderheit. Ich gebe bekannt, dass in der heutigen Sitzung die selbstständigen Anträge 1635 bis 1689 eingebracht worden sind. Die nächste Sitzung des Nationalrats, die geschäftsordnungsmäßige Mitteilungen und Zuweisungen betreffen wird, berufe ich für 21 Uhr. Das ist gleich im Anschluss an diese Sitzung ein. Die Sitzung ist geschlossen.